Es war in einer schwülen Sommernacht, draußen in der weiten Prärie. Wir waren schon den ganzen Tag gelaufen, schon lange kein Essen und kein Trinken mehr. John ist vor einigen Stunden zurückgeblieben. Wir haben wirklich alles versucht, aber wir konnten ihn nicht retten. Armer John. Tja. Die Wüste ist hart, gefährlich und nur die Besten werden überstehen. Ich habe mein Pferd an einen Zaun gebunden und ihm das letzte bisschen Wasser und Stroh gegeben, was ich noch dabei hatte. Lieber verhungere ich selbst, als dass ich mein Tier leiden lasse. Aber morgen wird alles anders. Wir haben vor, die nächste Postkutsche zu überfallen. Wir wissen nicht, ob wir das überleben werden. Ich fürchte, der Marshall hat Wind bekommen von unserem Vorhaben. Wir werden sehen, was passiert. Naja. Ich gab meinem Pferd eine Karotte, es schaute mich an und fragte mich: Sag mal, warum gibst du mir eine Karotte? Und ich drehte mich erschrocken um und ich fragte das Pferd: Sag mal, warum kannst du reden? Aber wenn du es sowieso gerade tust. Ich nannte dich einst aus Liebe Hiltrud. Aber sage mir, Pferd, möchtest du wirklich Hiltrud heißen? Da antwortete das Pferd: Nein! Ich möchte auch diese Karotte nicht haben. Ich möchte weder Hiltrud heißen, noch möchte ich diese Karotte haben, noch möchte ich, dass du mich weiterhin reitest. Ich bin kein Pferd. Ich bin deine Mutter. Bah! Ja. Ich weiß ja auch nicht. Weiß ja auch nicht, was heute los ist. Ich dachte mir, hey, mach mal was anders. Und da ich trotzdem noch Stein hacken muss, fiel das einfach schon mal raus. An Tätigkeiten blieb nichts anderes. Also musste ich mal was anderes erzählen. War jetzt nicht so gut, oder? Na, zur Strafe juckt's an der Nase. Und der Hals kratzt, weil dieses komische Sprechen ein wenig anstrengend ist. Aber was soll ich denn machen? Dieser Kackberg, der geht einfach nicht weg. Ich hack und 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 hack. Hack, hack, Gott. Was? Ja. Mein Schönes, dass wir hier mittlerweile schon auf die Bäume gucken. Dass wir also mittlerweile, schon ziemlich niedrig sind, wenn wir hier auf die Baumkronen gucken können, die unten auf dem Boden stehen. Und die Bäume stehen ja teilweise unterhalb des Punktes, den wir erreichen müssen hier bei der Hackerei. Denn unsere Konturen, unser Grundriss hier liegt ja doch ein bisschen weiter oben als diese Bäume hier. Deswegen können wir auch von den Bäumen da hochhüpfen. Wir haben hier mal eine Treppe reingeschlagen. Ihr erinnert euch, die haben wir mittlerweile komplett ausgeglichen. Tut es noch weh? Wenn wir runterspringen? Ja, das tut noch weh. Aber auch nicht mehr lange. Das Schöne ist, dass hier mittlerweile durch diese ganzen Vorsprünge der Berg so eng geworden ist, dass diese letzten Ebenen, die wir jetzt hier gerade noch weghacken müssen, eigentlich relativ schnell erledigt sind. So. Ja. Trotzdem wird uns das noch eine Weile dauern. Hoppla. Es tut mich mal mehr weh, wenn wir hier irgendwo aus Versehen runterfallen. Das ist echt. Das ist ein bisschen traurig. Weißt du, fällst du vom Berg, tust dir nicht mal weh. Hast du auch irgendwas falsch gemacht in deinem Leben? Weißt du, andere Leute fahren irgendwo locker Ski, ja, wo es überhaupt keine tiefen Abgründe gibt. Fallen um,
brechen sich alles, fallen ins Koma, wachen immer auf. Ja, unser Eins stürzt sich von der Bergkante, tut sich nicht mal weh. Das ist schon faszinierend, wie schnell wir jetzt hier mittlerweile einmal die Kante entlang sind. Aber jetzt habe ich da ein Loch gemacht. Ja, das werden wir später noch brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass wir es innerhalb dieser Aufnahme schaffen, diesen Teil des Berges wegzunagen. Was uns nur insofern hilft, dass dieser Teil des Berges eben weggenagt ist. Leider habe ich trotzdem, obwohl ich hier ein bisschen mehr aufnehmen möchte heute, als jetzt in der letzten Aufnahme, meinen Grundriss rechts an der Seite nicht offen. Nun, was heißt das? Für mich, für euch, dass wir innerhalb dieser Aufnahme nicht an unserem Grundriss weiterbauen. Warum? Tja, weil das zwar schön und gut ist, dass wir diesen Teil des Berges jetzt so gut wie weg haben. Aber... ja, was soll ich sagen? Deswegen betone ich bewusst Teil des Berges. Da steht nämlich noch mehr rum und das da drüben muss leider auch weg. Ich gerade beim das da drüben sagen, so schön mit dem Kopf darüber genickt. Ja, hat man jetzt auch gut gesehen, dass ich da mit dem Kopf da so rüber nick. Ich kann ja auch mal mit der Hand da so rüber zeigen. So. Dann muss ich aber die Maus loslassen, kann ich weiterarbeiten. Muss ich mich rumdrehen, dann kann ich mit der anderen Hand zeigen. Dann, egal. Ja, wie dem auch sei, dieser Berg muss halt auch weg. Und deswegen... tja. Aber ich denke, hoffe, glaube, dass das hier jetzt alles nicht mehr so lange dauert. Ich will eigentlich auf jeden Fall vor der Folge 200 hier diesen Berg, also nicht nur diesen, sondern auch diesen weg haben. Tja, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Mittlerweile geht hier auch unsere haltbare Behutsamkeitsspitzhacke tierisch in die Knie. Die macht auch nicht mehr lange. Ob wir mit dieser Spitzhacke diesen Berg hier noch vollkommen fertig zu Leibe rücken können, weiß ich nicht. Das ist durchaus möglich. Aber mit dem nächsten Berg, da brauchen wir gar nicht drauf hoffen, dran glauben, dass wir da diese wirklich effiziente Spitzhacke, die wir hier haben, irgendwie noch nutzen können. Das heißt, das Steingehacke in dem anderen Berg läuft wieder über Eisen und fürchterlich träge. Hui! Ja. Und wie weit ich noch mal nach Hause rennen möchte zwischendurch, um mir noch mal eine Diamantspitzhacke zu bauen und zu verzaubern in der Hoffnung, dass diese auch noch mal von Effizienz und Haltbarkeit gesegnet ist, das weiß ich nicht. Jetzt könnte ich natürlich die effiziente und haltbare Glücksspitzhacke verwenden, die ich da drüben liegen habe, aber das möchte ich einfach nicht. Habe ich denn schon Erde einstecken? Ja. Ich werde wahrscheinlich diese Schaufel jetzt nicht Platz kriegen. Ich bin schon wieder voll. Es ist unglaublich. Vom Sonnenstand her. Ah, vom Sonnenstand her ist es gar nicht immer falsch, jetzt heimzurennen. Gut, dann. Whee! Lustig. Dann nehmen wir jetzt hier den Reststein mit. Und rennt schon wieder nach Hause. Wir haben ja zwischendurch wieder eine Nacht hier geschlafen. Das heißt, wir waren jetzt wieder knapp 2 Tage unterwegs. So, guck dir das mal an. Mittlerweile können wir getrost hier runterhüpfen. Es tut zwar noch weh, das ist, ja, aber nur noch 4er Höhe. Ab 3 tut es nicht mehr weh. Bei 4er Höhe tut's weh. Bei 3er dann nicht mehr so sehr. Du. Ansonsten finde ich diese Nachtplayliste jetzt gerade mal auch recht chillig. Sie ist halt an manchen Stellen ein bisschen aufregender, ein bisschen spannender.
Normalerweise ist die Nachtplayliste ja wirklich gedacht für Momente, wo man, sag mal, nicht die Möglichkeit hat, zwischendurch schlafen zu gehen, wo man irgendwie Tag und Nacht unterwegs ist und wo ich mir dann sage, gut, wenn man sich dann nachts mit den ganzen Monstern rumplagen muss, dann machen wir mal die Nachtplayliste, dann sind diese Momente ein bisschen spannender. Ansonsten ist die Musik nicht so aufregend, dass man da dann, weiß ich, tagsüber ständig Nervenzusammenbrüche kriegt, weil dann die Musik erschreckt. Ach, sag mal, jetzt kriege ich hier nichts. So ein Schluggi. Schee Schluggi. Oh, uns geht das. Es kann nicht sein, dass uns das Holz ausgeht. Uns geht nur der Vorrat hier oben aus. Unten müssten wir noch eine ganze Menge haben. Dann nehmen wir einfach von unten gleich nochmal wieder was mit. Aber ich muss eine weitere Kiste hoppla bauen für unseren Stein. Wo geht er denn hin? Da geht er denn hin. So. Machen wir jetzt erst den Stein rein. Dann gehen wir hier an die Kiste und nehmen uns diese da raus. Ja, da kommen wir dran. Machen wir das so. Das hauen wir hier rein. Das hauen wir da rein. Das kommt bitte wieder an Ort und Stelle, wo es hingehört. So, ich glaube, ich hätte da jetzt noch ein bisschen Stein drumherum weghacken müssen. Ist mir jetzt im Moment erstmal herzlich. Sonst tauchen hier nämlich die blöden Monster auf und dann hat die Nachtplayliste trotzdem plötzlich einen Grund. Nicht trotzdem, sondern plötzlich doch. So. Sagen wir das trotzdem mal weg hier. Vielleicht bei der Gelegenheit machen wir gerade mal alles weg, was hier noch liegt. Damit wir das hier soweit schon mal. So. Wir packen in einer Kiste fest. Klack. So, dass wir da oben rankommen. Für diesen. Ja, okay. Da habe ich gesagt, nehme ich mir ein bisschen Holz mit für oben. So, da können wir hier wieder wissen, was draufpacken. War das jetzt die Musik oder lief da draußen was rum? Das war wahrscheinlich die Musik. So, das Kornfeld ist noch nicht ganz fertig. Das macht aber auch nichts. Das muss ja auch nicht. Wir haben noch 27 Ofenkartoffeln einstecken. Hops. Krieg's aber auch gebacken wieder. Und die halten ja eine Weile. Deswegen habe ich ja das Kartoffelfeld dann auch nochmal. Mein lieber Freund, wo kommen Sie denn her? Machen Sie das nicht. So. In diesem Berg müssen wir zum Glück erstmal nicht kratzen. Langfristig werden wir auch an dem rumrubbeln müssen. Na, muss ich mal gucken. Vielleicht kann der auch so bleiben und dann steht Hogwarts da so ein bisschen im Berg drin. Das ist ja eigentlich prinzipiell gar nicht schlimm. So, wir müssen nicht mehr da drüben außen rumlaufen, um hier hochzukommen. Das ist auch mal ganz nett. Das können wir nämlich jetzt hier lang machen. Upsa. Ah, auch schön. So. Klack, 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 klack. Und dann geht es weiter. Ach ja. Es ist auch ein großer Spaß, bei einer solchen Arbeit eine Aufnahme von einer gewissen Länge durchzuziehen. Weil es einem einfach nach, weiß nicht, 3 Folgen Aufnahme schon so dermaßen nervt, was man hier macht. Weil dann das Bedürfnis hat nach einer Aufnahmepause. An den Längen der Aufnahmen erkennt man eigentlich immer ganz gut, wie viel Spaß der Let's Player gerade selbst an dem hat, was er tut. Da merke ich zum Beispiel, dass meine Aufnahmen von Prison Architect immer nochmal relativ lang sind. Also da war jetzt das kürzeste, glaube ich, weiß gar nicht, über 4 Folgen, 1x5 und 2x6, also das sind schon immer
etwas größere Aufnahmebrocken, weil das auch einfach fürchterlich Laune macht. Bestes Beispiel sind die zwei Seven Days to Die Aufnahmen. Die eine zu viert, die ging über irgendwie 4,5 Stunden, und die andere mit dem Kohli allein über 4 Stunden 40. Da merkt man dann Spiele, die einem Let's Player richtig Laune machen, dass er einfach nicht aufhören kann, obwohl die Aufnahme eigentlich schon überlang ist. So Aufnahmen macht man normalerweise nur, wenn man Vorrat aufbauen muss, irgendwie Vorproduktion wegen Abwesenheit oder sowas. Was ich nur immer empfehlen kann, was ja manche Leute dann nicht machen, weil sie denken, hey, ich kann auch im Urlaub aufnehmen und ja, ich will da jetzt keine Namen nennen, keine präzisen Beispiele oder so, und dann, naja. Wie gesagt, sagen halt, sie können auch im Urlaub aufnehmen und dann kommt plötzlich über eine Woche lang keine AIDA-Folge mehr. Ja. Das ist dann bitter. Aber das ist nicht mein Problem. Gut, bei mir läuft momentan AIDA ja auch nicht, wobei, ich weiß nicht, wie das aussieht jetzt, wenn diese Folge hier rauskommt. Ist es durchaus möglich, dass auch bei mir die Arbeit an der AIDA wieder angelaufen ist. Ich weiß gar nicht, wann wird denn diese Folge veröffentlicht? Gerade am Ende der zweiten Folge dieser Aufnahme. Na, da wird es im Moment noch kein AIDA-Video geben. Da müsste, wenn ich das richtig rechne, jetzt Montag sein. Und ich weiß nicht, ob wir am Sonntag aufnehmen werden oder von dem Stand aus jetzt dann quasi am Sonntag gestern aufgenommen haben. Je nachdem. Da sowieso auch noch dazu, dass jetzt im Moment halt die AIDA-Folgen, die eigentlich produziert wurden, zumindest glaube ich, dass sie mittlerweile produziert wurden, immer noch nicht hochgeladen wurden. Und wenn es da weiterhin Verzögerungen aufgrund von Problemen gibt, kann das natürlich sein, dass diese Folgen auch jetzt im Moment bei Sirion Gaming erst laufen und dass selbst wenn wir gestern am Sonntag aufgenommen haben, diese Folgen dann erst etwas später kommen. Ich weiß es nicht. Oh. Es ist schon so weit, dass wir unser Bett wieder ausgraben. Wenn ich was weiß, dann sage ich es euch. Oder ihr werdet es dann sowieso auch sehen, wenn da wieder AIDA-Folgen laufen. Oh, ich habe mein Bett ausgegraben. Das ging jetzt irgendwie auch schnell, ne? Ich habe mich ja, glaube ich, 7 Stufen nach unten gegraben. Das waren, glaube ich, 7, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir haben hier an dieser Stelle jetzt schon 5 Ebenen weggeschnetzelt. Innerhalb von 3 Folgen, glaube ich. Ich meine, es ist auch immer noch lang, es ist auch immer noch eine Stunde. Stundenlang bescheuerten Steinhackens mit kurzen Unterbrechungen. Aber, naja, bla. Immerhin geht es voran. So. Bam, 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 badam, bam, bam, badam, bam, 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 badam. So, was soll ich erzählen? Was soll ich erzählen euch? Ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich kann euch mal ein bisschen Erde verzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach nee, nur 5. So, habe ich ein bisschen Erde verzählt. So, hier war, glaube ich, einmal ein See drin gewesen, wenn ich mich recht erinnere. War das so? Hoppla. Dann haben wir den jetzt mittlerweile auch ausgegraben. Und dann müssen wir jetzt langsam an die Stelle kommen, dass es auch hier unter uns hohl wird.
der Ebene noch nicht, aber danach wahrscheinlich. Hier jetzt mal so stichprobenartig. Ja, da sind doch Dritter. Da haben wir nämlich auch schon mal gewütet, als wir da die Wege legten. Beziehungsweise, ja, sogar Wege. Grundrisse von Gängen. Und Gänge werden es am Ende sein. Ich weiß nicht, wie weit wir da diesen Berg auch nochmal wegschneiden müssen. Das ist natürlich auch nochmal viel. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal ran müssen. Da gucken wir aber dann nochmal, wenn es soweit ist.